Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Story of Seasons Pioneers of Olive Town. Ein neuer Tag ist angebrochen und wir wollen jetzt natürlich erstmal ganz kurz mit Rayna reden. Wow. Oh, und Herz davor, wir müssen so dringend zusammen Urlaub machen, nur du und ich. Moment. Geht das noch weiter nach oben? Da sind noch weitere Herzen dazugekommen. Oh Mann! Warum? Und da sind noch neue Leute dazu gekommen. So. Kurz Flitzinchen ein Leckerli geben. Einmal streicheln. Und jetzt bin ich neugierig. Weil ich habe die Fertiger jetzt immer so in kurzen Abständen genutzt. Ich möchte jetzt wissen, wie sieht es bei euch aus? Ich habe zweimal weiches Garn rausbekommen. Zweimal weiches Garn. Der hier ist komplett fertig. Okay, gut. Also sie machen doch... Sie erfüllen doch ihren Zweck, wie sie sollen. Dann habe ich das nur immer falsch interpretiert. Zeigen nur an... Ey, ich war schon mal fertig. Nein, geben geht noch nicht. Okay. Ist aber in Ordnung. Kann ich jetzt noch irgendwas einsammeln? Ernten? Wie auch immer. Scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Aber genau das meinte ich. Dann... Deswegen habe ich noch kein Urteil gefällt wegen den Fertigern. Denn ich hätte das Urteil jetzt, glaube ich, dann falsch gefällt. Und hätte dann das Falsche gesagt. Und dann hätte ich mich schlussendlich dann geärgert. Und das wäre auch nicht schön. What? Nein, ich bin voll. Oh mein Gott. War das da raus? Das kann verkauft werden. So, Punkt, Ende, aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich dann doch noch voll werde. Okay. Oh, Rayna geht zur Arbeit. Auch schön, das mal zu sehen. Viel Spaß, Schatz. So, Der Honig bringt mir echt verdammt viel, ne? So. Ah, ne, ich wollte einen Kühlschrank. Was mit dem Essen habe ich schon gezeigt. Kann ich ja auch durch Honig noch reich werden. Ha. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange brauchen die Kartoffelsamen nochmal. 6 Tage passt leider nicht. Ist ein bisschen ärgerlich, aber okay. So, Erdbeeren kann ich verkaufen. Ja, die Pilze sollte ich noch nehmen. In den 9-Sterne-Erdbeersamen, den brauche ich nicht mehr. Diese billige Verarbeitung ist... Boah, nee. was packe ich denn jetzt hier in die Fertiger rein? Habe ich denn schon irgendwas für den Frühling? Ich weiß es gar nicht. Kartoffeln. Ich würde eigentlich die Möhrchen reinpacken in einen. Oder in allen. Warte mal. Brauche... Mache ich 4 rein, würde ich sagen. 4 Tage, dann habe ich da massig Möhrchen. Und dann kann ich dann irgendwann wiederkommen und kann es abholen. Würde ich jetzt vielleicht noch umlagern sollen, aber hey. Wayne! Hier unten ist soweit alles in Ordnung. Wie sieht es mit dem Orichalcus aus? 6 Orichalcus erhalten und ich bin sogar fertig, glaube ich, ne? Ja, ist fertig. So, dann die Pilze. Pflanzen. Und hier, guck mal. Auch alles schon fertig. Wunderbar.
Oh, guck mal, wie viel biegsames Holz wir hier rausbekommen. Ernsthaft, immer noch nicht alles fertig? Verdammt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es immer noch nicht alles fertig ist. Nun gut. Egal, 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 egal. Wichtig ist, dass wir hier Orikalkos bekommen. Biegsames Holz, wow. Jetzt fehlt uns nur das Illusionsholz. Ich glaube, das war's dann, ne? Damit wir das Haus bauen können. Ja, und das Geld halt, ne? Das gute alte Geld. Ich würde sagen, ein paar kleine Performance-Probleme sind hier noch, aber das geht eigentlich relativ. Ich finde, das geht noch. Du musst noch wachsen. Und du musst auch noch wachsen. Schade. Alles noch viel zu sehr wachsen. Wieder ein Schaf. Nee, Schaf habe ich ja schon. Schaf will ich nicht. Schaf habe ich schon. Wenn, dann will ich was Neues wieder haben. So. Muss man hier ein bisschen wieder auf Holz holen. Ah, Mann. Ich krieg das hin? Nee, geht nicht. Oh, einmal Standbild. Na, 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 na. Sowas sehe ich gar nicht gerne. Hier ist auch noch biegsames Holz dazwischen. Na, egal. Aber ich weiß jetzt schon, was ich als nächstes nehme für einen Bereich, wenn ich, wieder was freischalte. Dann werde ich nämlich, glaube ich, den Winterbereich nehmen. Weil ich jetzt so viele Sachen da für den Winter herstelle. Das werde ich dann da alles schon anpflanzen und dann... Drei fehlen mir noch. Für den Bereich. Ha. Weiß gar nicht, wie der Winterbereich heißt. Aber ist ja erstmal egal. So. Ah, Trollo, wolltest du noch auf die Insel? Ja, mache ich doch gleich. Schön alles zum Verarbeiten. Sind jetzt hier diese kleinen Gnümchen? Warum sind sie wieder versteckt? Hm. Keine Ahnung, wo sie sind. Aber das ist fertig. Boah, Hammer. Guckt euch an, was wir hier alles sammeln, ey. Das ist, puh. Hätte man das am Anfang schon gehabt, dann, glaube ich, wäre Story of Seasons bei weitem schneller fertig gewesen, vom Projektstand her. Trotzdem kann ich hier die 80 verkaufen. Brauche ich ja nicht. So. Einmal zum Verkaufen. Da. Gold einsammeln. So,
So, da ist auch schon das erste fertig. Ah! Ist das schön, ist das schön. Man braucht einfach nur hingehen, sammeln und fertig ist. Ab und zu mal auffüllen. Aber ansonsten... richtig schön lecker, schmecker. So. Feldarbeit fehlt mir noch extrem viel. Was hatte ich jetzt beim letzten Mal eigentlich für das Imkern bekommen? Honigqualität ein wenig erhöht. Okay. Dann gehen wir jetzt mal auf die neue Insel, die wir da bekommen haben. Boot fahren. Und zwar zur Terrakotta-Oase. Je, es scheint, als hätten wir einen Gast. Das hier ist die Terrakotta-Oase. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, Schätzchen. Eine kleine Oase, die von riesigen Felsklippen umgeben ist. Ihre passionierten Bewohner sind stets auf der Suche nach Wissen. Sprich sie doch mal an, vielleicht findest du neue Freunde. So, hier sind wir auf der Terrakotta-Oase. Ah, brauchst du etwas? Du heißt Truplay und bist Bauer? Ich verstehe, dann bist du wohl ein Fan von mir, hä? Wie bitte? Du kennst den großen Giorgio nicht? Den charismatischen Bauer der Welt? Hm, ich muss mich wohl noch mehr anstrengen. Hm, ich glaube, wir kennen es noch nicht. Kommst du aus einer anderen Stadt? Ah, so ist es also. Dann heißt du Truplay? Okay. Ich bin Rhaegar. Ich bin auch noch nicht lange hier. Es ist schön, dich kennenzulernen. Darf man jetzt hier was kaufen? Hier ist ein Stand und ich darf hier nichts kaufen. Wieso? Ach Gottchen, so treffen wir uns wieder. Also du bist doch Truplay, richtig? Ja, du siehst in der Tat wie ein strammer junger Bauer aus. Fantastisch. Ich bin Marianne. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt als Arzt. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen, Schätzchen. Da ist ein Bett. Da ist noch ein Bett. Und sie ist raus. Geh einfach raus. Hau einfach ab. So, aber hier soll doch bestimmt noch irgendwo mehr sein, oder? Hier könnte man jedenfalls angeln gehen. Ich weiß gar nicht, hab ich den schon? Weißes Hermelin. Ich weiß gar nicht. Hatte ich das schon oder noch nicht? Nein, ein weißes habe ich noch nicht. Komm her. Yes. Schön erwischt. Speichern. Danke. Es ist hier so ein großer Bereich. Warum ist hier nichts? Es wirkt so leer. Wieso rennen die jetzt alle darum? Hier ist auch nichts weiter. Ich habe erst zwei kennengelernt, ne? Das ist Rhaegar, genau. Also, nein, drei kennengelernt. Aber einer fehlt doch hier noch, oder bin ich jetzt blöd? Es ist gehen. Es sind doch immer vier da, oder täusche ich mich? Kann mich auch täuschen. Ah, da ist noch jemand. Meine Güte, du bist ja charmant. Du hast Truplay und führst einen eigenen Bauernhof, verstehe. Ich bin Iris. Ich arbeite als
Nun, das überlasse ich deiner Vorstellungskraft. Okay. Autorin. Ich würde jetzt sagen, einfach kackendreist Autorin, weil sie ja die ganze Zeit in einem Buch rumgekritzelt hat. Okay. Schauen wir uns das einmal aus der Ich-Perspektive an. Aus der Ich-Perspektive, ja, aus der Ego-Perspektive, so. Ja, sieht schon schön aus, der Bereich. Weil der Stalker. Nun gut. Zurück zum Hof, ja. Also, da habt ihr eure vier neuen Kandidaten, vier neuen Bachelorettes und Bachelor. Eure zwei neuen Bachelor und zwei neuen Bachelorettes. Wie viel von diesen Gnomdollern habe ich denn jetzt? Ups, das war falsch. Sehe ich denn das? Ich glaube, da. Gnomenpunkte 97. Ach, drei fehlen mir. Grummel, Grummel, Grummel. Gold einsammeln, Gold einsammeln, Gold einsammeln, Gold einsammeln, Gold einsammeln. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll in der ganzen Zeit, rein theoretisch. Otto, es gibt so vieles zu machen, du könntest... Ja, ne? Verarbeitet ja jetzt alles automatisch. Anpflanzen, wie gesagt, lohnt sich nicht, weil es keine... Ja, vielleicht lohnt es sich doch. Ich muss mal gucken. Na gut, ich könnte noch das ganze Tierfutter-Thema verarbeiten. Die Skulptur unserer Familie ist dieses Jahr absolut spektakulär. Ich würde behaupten, sie ist unser bisheriges Meisterstück. Nimm den Mund lieber nicht zu voll, Jason. Unsere Skulptur ist auch nicht von schlechten Eltern. Hey, Truple, da bist du ja. Heute steigt das Schneefeuerfest. Ich glaube, dieses Jahr werden wir richtig viel Spaß haben. Alle haben ihre eigenen Skulpturen gebaut, um sie dem Dorf zu präsentieren. Genau, und wir haben Blut, Schweiß und eisige Tränen vergossen, um sie perfekt hinzukriegen. Du wirst bestimmt beeindruckt sein, wenn du sie siehst. Du kannst dir jede Menge Skulpturen ansehen, also lass dir ruhig Zeit. Wenn du Lust hast, kannst du dich auch zu zweit mit jemandem umsehen, ja? Das Schneefeuerfest ist ein frostiges Winterereignis, bei dem sich die Bewohner von Olivingen an Lagerfeuern aufwärmen und überall Schneeskulpturen bauen. Wenn du jemand nahe stehst, könnt ihr gemeinsam durch die Gegend schlendern. Du kannst die Skulpturen aber auch alleine ansehen und einfach Clemens ansprechen, damit es losgeht. Ja, okay. Aber jetzt muss ich erstmal Rainer finden, oder? Wo könnte es... Wo ist denn das Fest jetzt? Ist das Fest da unten? Ah, ich glaube, das Fest ist da unten. Wo ist meine Angebetete? Ach, dieses Lächeln. So. Ich finde, Schnee macht so eine romantische Stimmung. Hey, wollen wir zusammen spazieren gehen? Klar, ziehen wir zusammen los. Yay, sie freut sich. Gut, dann gehen wir, bevor wir uns die Zehen abfrieren. Ist das nicht die Skulptur von Jason und Sally? Ich habe auch geholfen. Tatsächlich habe ich das meiste davon gemacht. Ja, das ist offensichtlich. Dein Einfluss ist deutlich zu sehen. Hey, seht euch meine auch an. Wo ist denn deine Skulptur, Cindy? Okay, bitte lächeln, ihr zwei. So, so. Sie halten den Augenblick mit einem Foto fest. Keine schlechte Idee. Warum kommst du nicht auch mit ins Bild, Cindy? Na, stell dich schon dazu. Das wird ein schönes Familienfoto. Okay, aber vergesst nicht, dass ihr mir später noch sagen müsst, wie ihr meine Skulptur findet. Wir sollten auch eine machen.
Sie muss ja nicht ausgefallen sein. Wichtig ist nur, dass wir sie zusammenbauen. Und sobald wir fertig sind, können wir ein Foto machen. Wir könnten ja coole Posen einnehmen, wenn das Foto besonders werden soll. Jo, gute Arbeit da draußen, Herr Manager. Danke, Lars. Ich bin froh, dass das Fest ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. Ja, Kumpel. Du hast es geschafft, aber schon irgendwie surreal. Dass schon wieder ein Jahr rum ist, oder? Ja, nicht wahr? Die Zeit vergeht wie im Flug. Hey, Leute. Hey, Jacopo. Hattest du heute Abend Spaß? Ja, es war großartig. Übrigens, sind die gerösteten Süßkartoffeln fertig. Wollt ihr welche? Geröstete Süßkartoffeln? Gut, ich habe eh noch nie so wirklich Süßkartoffeln gegessen. Von dem her kann ich da jetzt nichts zu sagen, ob mir das schmecken würde, aber... Ich weiß nicht. So, praktisch ist jetzt, ist einiges wieder an Zeit vergangen. Vielleicht ist wieder irgendwas fertig, bevor ich dann ins Bett gehe. Gut, ich könnte mich auch einfach mal um meine Tiere kümmern, ne? Wie es sich eigentlich gehört für einen Bauern. Aber das sind nur meine 2 Cent. So, einmal um die Tiere kümmern. Büffelmilch. Ziegenmilch. Milchmilch. Also Kuhmilch, so. Oh. Black Moon braucht Aufmerksamkeit. Der ist komplett fertig. So, dann sammeln wir mal ein. Ah, wunderbar. So, hier nehme ich ein bisschen was raus. Heute braucht es erstmal nichts mehr zu essen. Ich brauche ja 200 von dem Essen. Von dem her klaue ich den jetzt einfach das mal. Halt, ich wollte die Eier noch verarbeiten, bevor ich ins Bett gehe. So. Oregano. Aber aus Oregano konnte ich jetzt keinen Gewürz machen, ne? Mehr brauche ich jetzt gerade noch nicht gucken. Nee, mehr brauche ich jetzt gerade echt nicht machen. Mich würde interessieren, wann geht Rainer eigentlich ins Bett? Klingt auch irgendwie komisch, ne? Wann geht Rainer eigentlich ins Bett? Na, egal. Regano da rein. Sie ist erstmal noch am Abendessen. Ich laufe nicht nur zum Spaß durch die alten Ruinen. Ich mache super wichtige Feldstudien. Was? Du glaubst mir nicht? Und ja, stimmt. Was ich ganz vergessen hatte im letzten Part. Die kommen immer mit anderen Sprüchen. Also sie haben ihr Vokabular ein bisschen erweitert bei den ganzen Bewohnern. So. Jetzt machen wir erstmal ganz kurz hier... Platz, zack, zack. Und bring das noch in den Fertiger. Ich meine, wozu habe ich die Fertiger, wenn ich sie jetzt nicht nutze? Halt, da, Wollfertiger. Ja, stimmt, ich nehme die fertige Wolle. Macht Sinn. Ich will die Wolle in den Fertiger packen für Wolle. Sagt einfach nichts, denkt euch euren Teil und schreibt es auch nicht. Ist peinlich genug. So. Alle 9 verarbeiten. Nein. Oh, Gold ist schon wieder fertig. Oh, nee, du warst noch gar nicht fertig, okay. So.
Zack, abliefern. Abliefern. Und jetzt ist es Zeit zum Schlafen gehen. Kann ich auch mit ihr zusammen in die Sauna gehen, oder? Ich könnte jetzt ein bisschen Zucker gebrauchen. Moment. Momente wie diese schreien nach einer Notfallration an Fruchtmarmelade. Sind das vielleicht auch so Hinweise, was sie gerne mag? Habe ich die Marmelade da? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ich würde ihr was zu essen geben. Überreichen. Hier, ein schöner Salat. Wow. Danke, nehme ich gerne. Okay. Vielleicht aber auch nicht. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschö, tschö.